So, geht los. Psst. So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück auf der Röwitz. Wir machen noch ein bisschen Kartenerkundung. Heute ist die Frau mit bei auf der Karte. Und Special Guest Chris ist auch mit bei. Ich schalte die gleich mit dazu. Ja, wir gucken mal, was wir heute machen. Ein paar Hofarbeiten, ein bisschen Aufträge abarbeiten. Die Mädels müssen also eh erstmal die Karte kennenlernen. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, einfach in den Chat kloppen, lasst uns ein bisschen quasseln. Und ja, viel Spaß. Na, Mädels. Hallöchen. Hallo. Ja, so, ihr seid ja schon da. Ja, am besten ihr beide guckt euch die Karte erstmal an. Weil es ist ein bisschen verwirrend mit den vielen Zäunen. Chris, du bist meinem Hof schon beigetreten? Gut. Dann nehmt euch einfach hier einen Tracker und dann geht erstmal eine Runde gucken. Und ich gehe mal schnell noch das Feld düngen, was ich vorhin angesehen habe. Machen wir kein
Was sagst du? Ich sag, mach mal, tu dir keinen Zwang an. Muss fertig werden. Der Weizen muss wachsen. Die Kühe brauchen irgendwann ein bisschen Stroh. Außerdem ist heute noch mit bei uns im Sprachchat der kleine Luis. Der kleine? Ja, naja, noch ist er kleiner als ich, also der kleine Luis. Luis hat Ferien, also darf er noch ein bisschen. Papa hat's erlaubt. Also hallo Luis. Hallo. Luis ist quasi unser Landwirtschaftspraktikant. Jeder Hof braucht einen Praktikanten. So klein bin ich jetzt im Ohr nicht. Nee. Das war ja auch nur ironisch. Ja, den ist ja nochmal gut. Na, jetzt haben wir nochmal Glück, ja. Ja. Okay, Kai. Ja, ja. Heute gibt es mal keine Kamera, weil mein Kind schläft noch nicht und der hat im Stream nichts zu suchen, also bevor der hier rausgeflitzt kommt, lassen wir die Kamera einfach aus heute. Und läuft so flüssig bei dir, Chris? Alles gut. Die Mädels spielen nämlich auf dem Mac. Und je nach Alter des Macs kann es natürlich ein bisschen ruckelig sein. Aber solange wie es läuft, ist alles gut. Ja, ab und zu mal verpetzen, das kann ich sagen. Ist nun mal so. Ja, die Karte muss aber erstmal richtig durchladen. Und den Rest kannst du eventuell noch ein bisschen über Feintuning deiner Grafikeinstellung ein bisschen angenehmer gestalten. Ja, also mein Ziel ist hier eigentlich auch ein bisschen so mehr Oldtimer zu benutzen. Für gewisse Jobs auf jeden Fall werde ich dann doch lieber auf die moderne Landwirtschaft zurückgreifen. So mit einem zweiflügigen Flug brauchen wir hier keiner anfangen. So viel Zeit habe ich dann doch nicht für Landwirtschaftssimulator. Nicht? Nee. Chris, du hast denn jetzt auch quasi alle Mods, die momentan eigentlich gut und wichtig sind. Die hast jetzt alle schon drinne. Ich aß hier schon wieder mit dem Dünger rum und das bei den Düngerpreisen. Mann. Ihr könnt natürlich auch BDR gucken, was für Aufträge so da sind. Und dann können wir vielleicht noch ein paar Aufträge starten. Könnte man tun. So, hier habe ich schon gedüngt vor dem Ansehen. Deshalb sind hier die Bodentexturen halt so. Da kann man erst wieder düngen, wenn fertig ist. Also die erste Wachstumsstufe, das erste Grün kommt.
Jawohl, Diggerin. Der Fortschritt hat einen Bremsweg wie ein Panzer. Also nicht. Regel 11, achtet ihr hier bei dem automatisch? So, full. Aber wie gesagt, Chris, guck dir manche Texturen einfach nicht so genau an. Aber das merkst du irgendwann ja nicht mehr. Dafür sieht die Karte halt anders aus. Ganz ehrlich, da bin ich Schlimmeres gewöhnt. Ja, also ich find's, das Ambiente im Gesamten stimmt halt absolut. Im ersten Moment war ich auch ein bisschen erschrocken, wie das aussieht, aber war dann doch so im Gesamtbild angenehm überrascht. Weil hier einfach nicht nur diese langweiligen Standardgebäude rumstehen und Standardhäuser. Was machst du hier, Kathleen? Du eierst hier wieder rum und betest den LKW an, oder was? Nö. Hm? Ich gucke mir gerade Aufträge an. Achso. Was war die Fund? Grubbern. Grubbern willst du? Ist ja gleich das Schwierigste. Was denn? Ja, Kartoffeln? Also, Kartoffeln sind übrigens fertig auf dem Mecklenburgischen. Mhm. Hat insgesamt nur 8 Stunden gedauert. Hm. Ja, ansonsten wäre hier noch Seen. Ja, da mach doch erstmal Düngen. Die Düngemission gehen immer relativ schnell, da schaffst du relativ viel. Ja, und das haben wir ja auch da, oder? Steht auf dem Hof, der weiße Fortschritt. Der weiß-blaue mit Dünger hinten dran. Wo ich mir ja nicht ausbauen. Nö. Aber wir sind schon ein fortschrittliches Dorf. Wir sind schon ein fortschrittliches Dorf? Wir haben schon eine Altkleidersammlung. Ja, so gut. Aber ob da noch was drin ist, ist die Frage in der heutigen Zeit. So. So, was hast du gesagt auf unserem Hof hier? Düngen? Düngen. Hier, warte mal, wo ich den gerade hinstecke. Hier, da lang. Jalla, jalla. Da, hier. Fortschritt. 403. Blau-weiß. Und dran denken. Dünge also irgendwann mal alle. Ey. Traurig. Ich werde dir schon mal, noch 2 Big Packs an den Shop stellen. Wenn du den Weg da nicht findest, mal Autodrive an und sage Einkauf, Fahrzeughandel. Nö, dann würde ich mir eine Markierung setzen. Mach doch, was du willst. Didi. Sowieso. So, finde die Tankstelle auch ziemlich niedlich. VEB Minol.
So, was machen wir denn jetzt vor lauter Schreck? Adam auf der Karte. War denn noch irgendwas zum Ernten? In Aufträge? Düng, düng, düng. Sojabohnen. Nee, Kartoffeln auf keinen Fall. Baumwolle auch nicht. Feld 41. Ah, Thomas. All good. All good. Mr. Brilliant. Oder Brillant. In die Suppe. Wir drei Aufträge. Oh, jetzt habe ich zwei mal Ernten angenommen. Eckdödel. Eieieiei, das wollte ich gar nicht. Dämlichen Kartoffeln. So, jetzt. Auf dem anderen Hof, Chris, stehen Anhänger. Da müsste noch ein Trecker rumstehen. Mhm. Ich schnapp mir jetzt hier den Mähdrescher. Jo. Geh mal Sojabohnen ernten. Und das müsste dann abgefahren werden. Und das geht bei dem relativ schnell, weil die Kammer ist bei dem nicht allzu groß. Bei dem hier Fortschritt. Welches Feld hast du denn? Bei was? Welches Feld hast du denn? Feld Nummer 12 müsste das sein. Ich guck nochmal. Feld Nummer 12 ist Ernte. Na, Kathleen, was ist los? Findest du den Platz nicht, geil? Warte, dass du losfährst. Ja, du musst zu Feld 5. Ja. Ich weiß. Also mal gucken, wo hier Feld 12 war. Feld 12 war am Arsch der Welt. In blond. Ja, nur weil er die Haare färbt, das ist das, kein... Fährt man nicht frech, ja? Also ein Bräutet nie werden, ich bindet. Wie mache ich dann bei dir die Karte an? Das ist eine sehr gute Frage. Welche Karte? Hier, wenn man fährt, mit Mutter 9. Danke dir. Bitte schön. Kein Problem. Ich muss erst mal gucken, wo ich lang muss. Bin hier noch nicht ganz so ortsfest. In Röwitz. Hab's ja ein Ticket da vorne rumfahren müssen, egal. Ja, dann mach das mal, Luis. Viel Spaß morgen. Bis morgen. Bis, Luis.
Tschüss. Hier, Chris, rechts ist übrigens der Schweinehof, ja? Meine Oma hat aber Kühe. Hier ist trotzdem der Schweinehof. Diese Hecklenker für dieses Auto treffen noch nicht so toll. Keine Ahnung, wer da so dichte Bäume an den Weg gestellt hat. Ich hoffe, das Schneidwerk kann auch Sojabohnen schnippeln. Hab ich jetzt ja nicht geguckt. Werden wir gleich feststellen. Thomas, hast du dein Auto wieder rausgekriegt, weil du festgefahren hast? Oder hat ein anderer festgefahren im Steinbruch? So, der wollen wir mal. Ach, stand da noch der Hänger. Ich hab doch schon eine Brille auf, das hab ich auch nicht gesehen. Alles klar. Der Wendekreis ist süß. Nicht schubsen. Hab ich da ja nicht. War jedenfalls nicht meine Absicht. So, schnell eine Kamerabewegung anmachen. Machen wir erstmal ein Vollwende.
Welche Taste? Welche Taste? Ja, das Ding ist ganz schön lahm. Aber so war das. Also ich bin jetzt gleich voll. 85%. Auf welcher Seite hast du denn dein Rohr? Links. Müsste das sein. Ich guck gleich mal. Ja, ist links. Die Frau ist auch schon zu 23% fertig auf dem Feld. Warte, ich fahre hier ins, fahre hier in eine Tasche rein und geht das mit dem Rohr an der Bäume nicht. Ist es, weiter geradeaus. Vor. Jo. Ah, noch ein Stück. Warum nimmt er das jetzt nicht? Der Hänger müsste doch eigentlich dafür gehen. Eben hat er angefangen, aber dann hat er aufgehört. Oh, warte mal, was ist denn das denn? Nimmt der den Hänger dafür nicht? Siehst du aus? Er fängt an und hört sofort wieder auf. Ah, was ist denn der Powerflex? Guck grad mal rein ins Shoppeli. So, was haben wir denn hier? Hänger. Eigentlich steht da alles für drinne. Das ist, jetzt nicht bewegen, ich hab's irgendwie ausgelöst. Okay. Der Sojabohnen kann ja auf jeden Fall. Leer.
Alle, bleib einfach stehen, ich fahr dran vorbei. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist ja phänomenal. Das hat ja schon Beschleunigungswerte von der Formel 1 hier. Das gute klappernde Teil. Nicht mal eine Runde geschafft und der Bunker war schon voll. Wie viel hat jetzt bei dir drin gepasst? 37? Nee, 25%, okay. 24%. Die Frau ist auch schon fast fertig. 81% gedüngelt. Ich sag ja denen, wenn Dünger alle am Shop stehen, noch zwei Big Bags. Ja. Ansonsten wirst du ja selber wieder kaufen kannst, ne? Ob? Nur am Shop-Menü ja. bei dem Palettensymbol. Den macht er es noch nicht, aber. Da musst du Mineraldünger kaufen. Das würde ich dann schon irgendwie hinkriegen. Chris, bin gleich wieder voll. Noch Weg. Wenn man schon das Rohr ausklappt, das dauert ja ein bisschen länger. Jetzt ist er voll. Oh, Lohndienstleistung abgeschlossen. Also auf dem Düngefeld. Sehr schön, sehr schön. Das werde ich mal schnell abschließen. Du willst dich gleich noch weiter düngen bei was? Du hast jetzt Feld 5, wa? Ja. Ja, dann gebe ich dir mal gleich noch Feld 7. Sei gleich nebenan. Dürfte nicht allzu groß sein. Bisschen Dünger hast du ja noch drin, ne? Aha, 12%. Ah, okay. Naja, gut, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Nehme ich auch an. So, weiter geht die wilde Fahrt.
Also wenn die Trecker mit dem Anhänger nicht so wirklich klarkommen von der Power nachher, stehen auf dem Kuhhof, da steht noch ein bisschen was mit mehr Bums. Jetzt auf Feld 7 schon abgeschlossen, also auf Feld 5 habe ich abgeschlossen. Ja, also meine neue. Ja, ja, da kannst du schon hinfahren. Nee, warte mal, warum zeigt mir das noch nicht an? Deswegen frage ich ja. Hab ich doch gerade angenommen. Keine Ahnung, warum das nicht angenommen wurde. Dann fährst du jetzt zu Feld 8. Mhm. Das hat er eben hier nicht genommen. Warum auch immer. Feld 8 zeigt er auf jeden Fall oben an. Ja, das sind halt die Tücken der Modkarten. Da funktioniert nicht immer alles. Auf den Anhieb. Die Karte gibt es ja jetzt schon ein paar Tage. Bleibt stehen. Was? Ich soll stehen bleiben? Nein, du lässt ein paar Plänzchen stehen. Ja, bin halt Öko. Man kann ja nicht mal alles abreißen. Spaß. Kann ich so einfach mit dem Drescher aus der Innenaussicht alle zu treffen. Achtung, ich drehe. Immer getreu dem Motto. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Der ballert aber auch mal gleich los, wenn der voll ist. Halleluja. Schnell kannst du ja nicht bremsen. Rohr fährt aus. Fertig, Feld 8. Oh, fertig. Ah, warte. Da war ja bloß ein kleines Feld. Oh. Aber jetzt muss ich erst neuen Dünger holen. Ja, danach kannst du dann zu Feld Nummer 9 fahren. Mhm. Denn 10, 11, 14, naja, ein paar sind. Musst du ja nicht, du kannst aber weiter anderen machen danach. Jetzt steht der frei.
Alles gut. Düngereinkauf oder was? Was? Karte mit. Händler, Fahrzeughändler. Da oben. So. Da steht das auf dem Parkplatz rum. Das ist klar. War schön luftig hier vorne auf dem Mähdrescher. Bisschen staubig, aber ganz okay. Da sollte es ja jetzt fast voll sein, oder? Nach dem nächsten Abtank. Na, eine Fuhre von dir noch und dann bin ich voll, dann kann ich lostieren. Wegbringen bist ja schon Profi, wisst ja, wo du hin musst, ne? Da, wo das Ausrufezeichen ist. Richtig! 100 Punkte! Boah, Achtung, ich fahre gleich wieder rückwärts, falls du hinter mir bist. Ich sehe das nämlich nicht. Alter, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Du kamst hier gerade links mit dem Trecker. Ich habe gedacht, der ist schon wieder voll und fährt mit Vollgas vorwärts. Ich versuche extra hinter dir zu bleiben. Sehr gut, sehr gut. Und Frau, hast du das schon gefunden? Ja. Klappt das? Ja, geht doch. Da gibt da wieder Jasti.
kleine Magen. Brunner draußen, ja, aber. Musst aber genau die Stelle treffen, sonst geht er nicht raus. Ja. Jetzt. Auch lustig, dass du das quasi vor den Hänger kippst. Ja, so ungefähr. Ja, mal hier zu wissen, ob das bei allen Hängern so ist. Weil dann ist das eher ein Problem wahrscheinlich von dem Mähdrescher. Gerade gehackelt. Ja, push to talk wenig so richtig. Du musst genau die grüne Kante treffen, sonst geht's nicht raus. Ja, wäre vielleicht mal interessant, wenn du einfach mal einen anderen Hänger mitbringst vom Hof. Mal gucken, ob das dann auch ist, weil dann taugt der Mod nicht, wenn das nicht so ist. Und was sagst du zu der Karte, Chris? So vom Optischen, landschaftstechnisch. Was hast du gerade gesagt? Ich sage, was sagst du von der Karte so, vom Landschaftlichen? Ist schon klasse. Das waren ungefähr die Worte, die die Frau auch gesagt hat. Total cool. Er sagte, erinnert mich an meine Kindheit in der Uckermark und so. Ne, Uckermark. Ferien, Wörling. So. Ja,
Teilweise sieht es ja da immer noch so. Naja, ist halt Dorfflair, wa? Und ja, ich kenne gestern in einem Stream von so hier regelmäßig einkaufen, kenne ich auch noch. Ja, irgendwo habe ich noch Konsummarken rumzuliegen. Kann man irgendwann mal ein Museum stiften. Ja, was? Ich sag, ich fand das immer cool, dahin zu gehen. Im Konsum. Im Urlaub. Ja. Ja, so ein Dorfkind oder meint so Markt, Natur, Dorf. Will ich finden. Genial. Ja. Natürlich auch die Stadt, wenn man das von früher kennt. Sah jetzt ja nun mal auch bei uns aus. Gib mir mal schnell was zu trinken, nur mit Leber da. Ja, muss ich auch gleich mal. So, wieder am Lande. Schreist denn so? Hä? Was schreist denn so? Weil ich's kann. Kind schläft schon. Ist back.
Er hat mir gerade irgendwas im Schlaf erzählt, habe ich auch nicht verstanden. Machst du ja manchmal auf. Quark. Er versteht nicht. Nee, nicht Quark. Oh, wir noch mal kurz in der Küche Wasser holen. Mach mal. Du hast große Augen gekriegt, eh? Bin auch wieder am Start. Oh, ja. Der fährt aber schon gleich wieder in den Baum. Ne, der war bloß der Drescher, weil er Hinterachslenkung hat, okay. Sagst du? Ich muss erstmal kurz die Einfahrt finden, um den anderen Trecker wegzubringen. Ja, gut. Ansonsten stell den einfach ab und switche zum Feld 12.
Steck mal wieder ein, dann kannst du in den einsteigen, der da gerade hineiert. Willst du danach noch ein Feld düngen oder willst du da mal anderes machen? Nö, ich dünge noch. Weil ist ja auch gleich durch. Jetzt mach ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das am Trecker liegt oder ob das am Hänger liegt oder am E-Drescher. Also es liegt definitiv am E-Drescher. Das ist ja gut zu wissen. So, Rohr einklappe. Ja, ab geht der Peter. Die ist schon so ein bisschen entschleunigend mit dem Teil, würde ich mal sagen. So, Feld 9 hast du fertig gedüngt. Ich mach dir gleich den nächsten Auftrag. Ja, hab schon. Hast schon? Ja, Feld 26. Aber ich muss auf alle Fälle dann noch Dünger organisieren. Ja. Noch habe ich den 20%. Das ist, wir haben ja die Karte erst angefangen. Der ist ja noch nicht so fortschrittlich, dass man keine weiten Wege mehr fahren muss.
So wie es ausschaut, sind wir morgen Abend wieder auf der NF Marsch beim Chris unterwegs. Okay. Die Rescue Farm ist, steht wohl morgen wieder auf dem Programm. Das ist doch gut für euch. Ja, da sind neue Updates wieder draußen gewesen für die Karte. Habe ich mir aber noch nicht genau angeguckt. Momentan stehe ich mehr so auf die dörflichen Karten. Echt? Das verstehe ich jetzt absolut nicht. Ja, das hat so ein anderes Flair. Marsch, ja, kann man spielen, ist okay. Aber diese rechteckigen Felder kann man irgendwann nicht mehr sehen. Jetzt auch endlich mehr. Ja, scherzhaft gemeint. Wie gesagt, ich warte halt auf die Italia. Für die geile Hof Bergmann soll wohl Ende April soll wohl eine Beta-Karte geben. Ja, meine, der ballert aber auch immer gleich los. Wo sind die noch draußen? Am Konsum vorbeifahren. Cool. Ja, kannst du gleich noch einen Liter Milch kaufen. Im Plastebeutel. Ja. Also wenn denn mit Stil. Genau. Oder so wie früher die, hatte ich ja nie, doch Kakao halt getrunken in der Schule. Mit die Trinkpänkchen, Dreieckchen. Genau. Immer so schön geknallt haben. Ja. War ja mehr der Kakaotrinker. Vanille und so, Anni meint. Die Hälfte vom Auftrag haben wir schon abgeschlossen. Ich werde mal den anderen, den du gerade fertig hattest, schon mal abschließen. So. Erledigt. Ist doof, dass nur eh so ein spezieller Punkt ist, wa? War gut. Gut zu wissen. Muss ich mal den anderen Fortschritt Mähdrescher benutzen. Der lief eigentlich auf der Old Stream ziemlich gut. Wenn du nächstes Mal ein bisschen Stil echter fahren willst, dann kannst du von dem anderen Hof den coolen W50 nehmen. Da passt nicht viel Rind, Chris, aber der rattert schön. Das Problem ist gerade, dass er irgendwann aufhört, obwohl du noch nicht leer bist. Na, ich bin jetzt aber leer. Achtung, ich fahre wieder rückwärts. In 3, 2, 1, jetzt. Dup. Da merkt man erstmal, wie verwöhnt man von den Powermaschinen der neueren Generation ist, wenn man hier auf dem Feld rumeiert. Das war mit vielen Sachen so. Ja, mit dem großen, breiten Mähwerk, was ich ja sonst überall benutze, da wäre das Feld schon fertig. Und seitdem Cosplay als Drescherverband sauber läuft, macht das natürlich Spaß, wenn du drei Drescher gleichzeitig losschickst. Sieht halt auf dem Feld immer mächtig aus. Also Reportagen gesehen, so aus der russischen und ländlichen Gegend.
wo die viele deutsche Bauern Riesenfelder gepachtet haben, da Getreide anbauen oder angebaut haben, muss man ja mittlerweile sagen. Wenn die denn da einfach mal 5-6 Mähdrescher hintereinander stellen und den losrattern lassen, den Verband, das sieht schon spektakulär aus. Na klar, Landwirtschaft ist halt viel Arbeit, ohne viel Action in dem Sinne, weil halt, ist ja mal stupide im Kreis fahren auf dem Feld. Aber sieht halt schon brachial aus, wenn dann da so 5-6 riesen Mähdrescher Verband fahren. Aber jeder hat ja schon mal neben so einem Ding gestanden und die Dinger sind nun mal nicht clean. Hm. Ist wohl wahr. Da bleib selbst, beeindruckend. Ja, da bleib selbst ich stehen. Guck mir das an, weil ich das einfach faszinierend finde. Diese riesen Maschinen. Auch wenn ich immer irgendwo ein Glas Cerion sehe, ey, muss da stehen bleiben, da muss ich mal ankicken. Ich finde diesen Trecker einfach so brachial genial. Fahren bei uns hier, fahren 2 oder 3 rum davon. Das sind einfach Monster-Dinger. Da kann ich schon verstehen, warum man dafür einen LKW-Führerschein braucht. Um den zu bewegen. Hm. Ja, doch noch ein Bauernhof. Ja, gut, liegt ja nur an den Lottozahlen. Richtig. Nein, da wird schon wieder los hier. Bleib doch mal stehen. Ey, 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 ey. Wie fährt sich das so mit 2 Tandem-Anhängern hinten dran? Läuft. Wie schon wäre. 35, 351 Liter sind da drin. Oder ist der Hänger voll? Jetzt bin ich leer. Ja, mal so einen Tag auf so einem Mähdrescher mal mitfahren, das wäre auch mal interessant. Mal kicken, ja, ob ich irgendeinen Bauern mal anspreche bei uns. Wenn mal wieder Erntezeit ist. Da sind die zwar immer alle ganz schön im Stress, aber das lässt sie bestimmt mal einrichten. Stimmt. Oder bei Maishäckseln, da wäre ich auch mal gerne mal
mal so richtig live dabei. Also jetzt nicht, weil ich es toll finde, sondern weil ich die Technik einfach geil finde. Hm. Am Morgen werde ich mal gucken, dass ich hier für die Karte noch schönen alten Schäbien Schafstall und schönen alten Schäbien Hühnerstall finde. Mhm. Das soll sich ja ins Kartenbild einpassen. Ja. Weil diese Standard Schaf- und Hühnerstelle passen ja absolut nicht zum Rest der Karte. Nee, das stimmt. Das habe ich bei dem Schafstall nämlich schon gesehen. Da habe ich mir das auch gedacht, dass das ein bisschen übermodern ist für die Karte. Richtig schön alt und abgewrackt, so wie der Kuh- und Schafstall. Mhm. So, 87% Chris. Bin schon da. Habe ich mir fast gedacht. Ah, Chris und Co. spielen mal wieder Rocket League. Da komme ich überhaupt nicht ran. Was ist das mit Bällen oder? Autofußball. Mhm. Und später den Bruder auch, oder? Ja, zusammen mit seinem Ungarn. So, bin leer. Also der erste Hänger schon voll, oder? Ich denke mal, mit den Hängern zusammen sollten wir die Mission schon fast fertig haben. Wir haben jetzt schon 68%. Kann mich natürlich täuschen. Läuft immer noch stabil bei dir, Chris, auf dem Mac. Wird super. So, na dann ist doch schön.
Bei dir müsste ja auch vernünftig laufen, Frau, oder? Ja. Alles sticky. Es läuft. Ja, das ist ja gut. Wenn das läuft. Solange wird nicht die Nase, ist das total schön. Nö, nee, gerade nicht. Hart lassen mich die Pollen in Ruhe. Keine Angst. Achso, du hast ja Urlaub. Du musst ja morgen gar nicht raus. Nein. Auch die Woche Urlaub. Wieso? Was wolltest du jetzt sagen? Keine Angst. Alle gut. Weil sonst hätten sie dich ja morgen wieder angegriffen, die Pollen. Ja. Mal nach, ja, gut. Nach dem Regenguss heute sind die da alle schon wieder vom Baum runtergespielt. Ja, trotzdem sind sie aber noch in der Luft. An der Luft liegt so vieles. Mal gucken, ob ich noch bis zu dir da vorne komme, Chris. 83%. Ah, hast den Hänger umgehangen, damit du was siehst, okay. Ja, das ist natürlich auch eine Taktik. Diesmal aufgepasst, dass er nicht vorschießt. Aber ich denke, bei der Italia-Map kommt er dann an eure Grenzen vom Mac. Da wird bei mir selbst schon ruckeln. Wieso? Weil die so groß ist? Nee, aber Edo hat da 4K-Texturen drin. Mhm. Die Karte soll wohl um die 2,5 GB groß sein. Nur die Karte. Okay. Und dann noch, alle Mods. Tja. Ist der hintere Anhänger kleiner? Oder jetzt vordere? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich sind das beides die gleichen. Also ich hatte die quasi, achso, ich bin voll, leer. Hatte die beide eigentlich zusammen gekauft. Also müssten nur eigentlich die gleichen sein. Warum fragst du? Weil ich in dem Anhänger, weil ich jetzt... Ich habe keine Worte verstanden, dein Push-to-Talk hat mal wieder nicht funktioniert. Hast du gerade ein Lied oder was? Natürlich. Läuft im Hintergrund mit. Hm. Hör ich ja nicht. Ich habe ja auf leise gemacht, damit es sich nicht komisch anhört.
Ah, bei 75% stehen wir schon. Mal gucken, wie viel Prozent dazukommen, wenn du die Benhänger dann auskippst. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Da hat die Frau das relativ simpel mit ihrem Düngen. Das geht so schnell bei 42 Meter Arbeitsbreite. Wer hat, der kann, wa? Ja. Hast du ja nicht. Was? Hast du ja nicht, das ist ja meine Düngerspritze. Und wie fährt sie der alte Osttrecker, wa? Ja, vor allen Dingen das Schwarze, was da immer aus dem Bonstein kommt. Ja, ist voll Öko. So muss ein Diesel räuchern. Das ist ja gut. Vulkane spucken so viel CO2 raus, so viel würde die Menschheit in 3-4 Jahren nicht produzieren können mit einem Mal. Und wir in Deutschland zahlen dafür auch noch richtig Geld. Total dumm. Also wenn einer mal die Vulkane verklagen möchte, mich würde interessieren, was dabei rauskommt. Bei uns kann ja nichts passieren. Wir haben ja Baerbock und Co. Die sind ja völlig, wie sagt man so schön, kompetente Menschen. Absolut. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Voll, voll, voll. Du bist noch zu weit drüben. Das läuft, würde ich sagen. Das läuft. Ja, wenn man den Punkt dann getroffen hat, dann ja. Ja. Ist man nämlich den anderen Mähdrescher. Dann bleibt er hier als Deko-Objekt auf dem Hof stehen. Aber anscheinend, wenn du fährst, macht das vorher. Okay.
Tankt er denn beim Fahren ab? Tatsächlich, beim Fahren macht er leer. Ist kurios. Müsste bald voll sein, der zweite Hänger, ne? 76%? Oder ist das die Gesamtkapazität? Boah, 80% haben wir schon mal vom Feld. Sehr schön, sehr schön. Abfahren muss ich noch üben. Oh ja, alles gut. Da macht sich halt immer ganz gut, wenn du das mit Tempomat machst. Bist du generell auf Taste 1, 2, 3 oder so will ich sein. Aber eine ordentliche Bahn stehen lassen. Ja. Nobody is perfect. Hab ich dir doch gesagt. Ja, passiert halt. Ja, du fährst ja auch mit Tastatur wahrscheinlich, ja? Das ist halt immer etwas anstrengender. Also ein Geschwindigkeitspreis gewinnt er nicht beim Rückwärtsfahren.
Ey, mein Opi-Pass, bleib mal da stehen, ich fahr rückwärts. Left. Die Ecke schön. Probieren wir es nochmal. Die Ecke scheint besser zu sein, wo du gerade bist mit dem Rohr. Ja, sieht in Süd aus. Ja. Mal gucken. Ist halt wahrscheinlich nur für kleine Hänger gedacht, weil das Rohr steckt ja auch im Hänger drin. Weil es ja auch ein alter Mähdrescher. In Angst, ich kann nicht schnell rückwärts fahren, der will nie so schnell. Madame, hast du noch genug Dünger oder muss ich kaufen? Ja, ich kaufe jetzt schon das zweite Mal. Okay. Gerade so hin. Respekt. Ja, Mann. Ist ja mal ein Wunder geschehen. So ein Feld kann sich echt lange hinziehen. Halleluja, vor allen Dingen mit der Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Aber Chris, du musst mal probieren, ich weiß ja nicht, auf welchem Betriebssystem du bist. Wenn du nicht das ganz Neueste auf dem Mac hast, könnte so ja noch dein Xbox-Controller sauber funktionieren. Weil bei den neueren Mac-Systemen geht das irgendwie nicht mehr sauber. Warum auch immer. Bei der Frau haben wir noch keinen Controller. Ich hab irgendwo ein Joystick. Ding Bums hier für den Mac zum Arbeiten. Ja, bei der Frau ihr Mac funktioniert das zum Beispiel nicht, da wird nichts mehr unterstützt. Da funktionieren dann 3-4 Tasten nicht, die aber wichtig sind. Aber was kurioserweise wieder funktioniert, ist ein uraltes Lenkrad, was sie jetzt dran hat. Die haben irgendwie den Support für PlayStation und Xbox-Controller rausgeschmissen. Oder wird nicht mehr komplett unterstützt. Ich habe noch keine Lösung dafür gefunden. Nee, ich habe mein... so ein Pad besorgt. Oh. Ja, wenn es läuft, ist gut.
So, ich denke mal, wenn ich das jetzt drin gepumpt habe, dann dürfte der voll sein, ne? Nehme mich auch ganz stark an. Gucken wir mal, ob das schon reicht, um die Mission abzuschließen. Weil so viel steht hier nicht mehr drauf. Plötzlich war da Kollision in deiner Kabine. Aber schön, dass ich dich einfach mal so durch die Gegend schieben kann. Ja, das ist sehr amüsant, dass die Kollision nicht auf der ganzen Kabine liegt. Also, das wird ja das Rohr sein, was keine Kollision hat. Deine Kabine wird es schon haben. Ja, ist halt leider ein Bug. Oder wie man jetzt sagt, Feature. Dass das nicht sauber läuft. Aber dafür sieht er halt cool aus. Der kleine Fortschritt. So, ich würde sagen, du bist fast voll. 1% noch. Ich bin, glaube ich, voll. Ja, dann bring mal hinfort an den besagten Ort. Aber den Rest hier noch vom Fleckchen auf dem Feld in Drescher. Und dann sollte die Mission auch erledigt sein. Ein paar Literchen werden noch für unser Silo übrig bleiben. Madame, wie weit bist du? Bringst ich fange jetzt auf Feld 11 an. Okay.
Aber wir sind im näheren Umkreis, den ganzen Krimskram ist ja eng. Dann sollte das Feld erledigt sein. Halt nur so viel stehen lassen. Naja, passiert halt. Jetzt gerade den ersten Hänger in die Kippe. Nein, ich bin noch auf dem Weg. Okay. Du bist aber immer noch am Düngen, Madame, oder? Ja. Oh, guck mal. Feld 11 abgeschlossen. Und 3.400 Euro verdient. Für das kleine Feld. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Sammeln wir mal den Rest noch ein, den können wir nämlich schön bei uns ins Silo kippen. Könnte es jetzt quasi auch, waren wir, nee, Feld 11 war ja Madame. War ich aber gerade verwirrt. 11, 12, klingt alles gleich. Ja, genau. No. Da hast du wohl recht. Nicht. Nein, mach nicht frech werden, sonst kommst du auf die Kickliste. Nee. Ich war. Okay. Also wenn NTV um die Zeit noch Breaking News schickt, dann kann ja nur wieder die Corona-Zahl gestiegen sein. Oder Breaking News, Klabauterbach hebt auf. Wäre doch mal eine News. Du glaubst doch nicht, dass unser Gesundheitsminister aufgibt. Ja, und glaubwürdig ist er ja schon geworden. Der Rest ist nur noch eine Frage der Zeit. So, dann haben wir hier auch quasi alle erledigt. Jetzt haben wir aber Feld 12 fertig. Und nochmal 3000 oben drauf für die Ernte. Den Rest, was im Hänger war. Sind beide Hänger jetzt leer, ja, wa? So, dann bringen wir das Ding mal zurück aufs Höfle. Bis auf den Bug, dass er nicht komplett ausladen tut, ist das Ding ganz in Ordnung. Für so eine alte Buchte. Ist dann eher einfach müde. Wer, ich? Nee. Auch nicht, aber gleich.
Ja, dann sieht man aus der Innenansicht hier leider überhaupt nicht, ob man das Ding trifft oder nicht. Die Spiegel kann man ja im Spiel leider nicht vernünftig einstellen. So, Rohr einklappen. Abfahrt aufs Höfle. Würde mich nicht wundern, wenn ich schon wieder falsch hier fahren. Nö, sieht gut aus. Kann man gleich nebenbei mal die Autodrive-Kurse checken. Geräte hoch, Silo entladen. Und los. Wenn ich in meinem Urlaub mal richtig Langeweile habe, dann mache ich die Feldrandkurse noch hier auf der Felder. Damit wir alle ein bisschen automatisiert laufen lassen können. Langeweile. Ja, ich denke, das wird wieder so nicht stattfinden. Aber der... Der Zwerg ist ja immer krank. Da werde ich wohl nicht viel draußen rumtun mit ihm. Das tut mir ja leid, aber das bringt nichts. Garten. Jetzt mal schauen, wo warm werden soll. Werden auf jeden Fall irgendwas machen. Die Luft tut immer gut. Echt? Ja. Also Hinterradlenkung mag Autodrive bei enge Kurse definitiv nicht. Jetzt hänge ich erstmal. War der wieder so richtig. Bei der normalen Trecker läuft das alles gut. Jetzt gleich wird das E-Werk hinten vom Hänger gezogen. Und da war es weg. Kein Kommentar. Hier rollen. Nein. Nein, klar. Gucken wir mal, ob es dran bleibt.
Du könntest mal, Chris, weil du bist jetzt schon auf dem Hof, wa? Nochmal mit eben Hänger kommen, dass wir den Rest noch in Silo feuern können. Ja. Auf dem Hof. Auf dem Hof angekommen. Weil ich muss jetzt langsam Schluss machen, meine Hunde müssen langsam runter. Ja, na dann macht das schnell selber. Kein Thema. Privat leben ihr da mal vor. So, dann bedanke ich fürs Mitspielen und vielleicht sehen wir uns die Tage noch. Ja, mach mal nicht so doll. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Ja, warum steckt er denn jetzt mal da ein? Ja, mit Quietschgeräusche, wenn das Ding zugeht. Ist ja herrlich. Oh, dann kippt mal den Rest hier rein. Da war ja schon ein bisschen Sojabohnen drin. Verrückt. Nee, Sojabohnen. Verrückt. Ich bin nichts verstanden. Ich liebe diese Hupe. Ich habe gerade leider nicht gehört. Ich habe ja den Stream aus vom Ton. Klingt jedes Mal, ob er auseinanderfällt. So. Wir machen mal drüben bei der Kühe kicken, was da so abgeht. Boah, da haben wir noch ausreichend. Yeah.
ich das hier nur ausbüchsen? Na, du bist ja auch gleich fertig, oder? Mit deiner Mission. Jetzt, quasi. Sondlung fällt gedüngt. Gedüngt? Ja. Naja. Verstehe zwar nicht, weil wenn Fruchtzerstörung wäre, wäre ja alles kaputt. Nein. Warum nicht? Wenn du den Trecker mit der Pflegebereifung hast, passiert da gar nichts. Nein, aber ich ja nicht. Ja, aber ich habe noch Fruchtzerstörung aus, weil ich immer noch Autodrive-Kurse einfahre. Da muss ich ab und zu mal kurzfristig durchs Feld wenden. Also nicht Physik, ja. Aber ich meine jetzt. Wäre jetzt, wenn sie angewiesen wäre, kaputt gewesen. Ja, das kann schon sein. Durch einen dunklen Wald fahren. Die Beleuchtung auf dem Hof sieht, oder von der Stadt sieht auch gut aus, weil die schöne, warme Halogenlicht hat. So, wie man das von früher her kennt. Das ist dann eben eine Seemaschine. Hallen ohne Ende hier. Schon heftig. Rehe. Boah, überall ist hier auch kein Licht drin. Die habt ihr so viel Heilung, ich weiß ja nicht, wie ich da alle drinstellen soll. Aber mit ein bisschen Glück gibt es ja immer mehr alte Oldtimer-Trecker. Kann man die alle mal hier drinstellen. Also wenn ihr Seiten kennt, wo es coole Ostalgie-Mods gibt, dann schreibt mich auf den Discord an. So, dann warten wir noch, bis die Frau wieder auf dem Hof ist. Und dann war's das auch für heute. Unsere Lohndienstleistung ist abgeschlossen. Das Feld mit Sojabohnen wurde geerntet. Da wird jetzt eh langsam dunkel.
New Holland E-Drescher habe ich in dem Spiel eigentlich noch ja nicht gefahren. Also in dem 22er. 19er war das neben Klaas meine Lieblingsmarke. Wie gesagt, du musst halt immer viel suchen und überlegen, wo du was abladen kannst, weil es gibt teilweise keine Trigger dafür. Also keine sichtbaren. Na, finden wir den Weg wieder nicht? So. Ich habe aber noch beim Fahrzeughändler. Das ist ein bisschen dünner stehen, wenn ich mir nicht passt. Und das Licht ist nicht gerade so prickelnd von dem. Ich? Nee. Was denn? Sag, ein kick mal, du bleibst. So wird das Essen kalt zu Hause, oder was? Wollte ich ja verfährst. Ey, jetzt hör aber mal auf hier. Naja, kam gerade so rüber. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ein weiterer Abend auf der Röwitz. Schöne alte DDR-Ostalgie-Karte. Macht Riesenspaß. Werden wir bestimmt das ein oder andere Mal wieder spielen. Morgen sind wir, denke ich mal, beim Rescue Chris auf der Rescue Farm. Und werden da mal wieder ein bisschen farmen. Ansonsten, wenn ihr Sachen wissen wollt, kommt doch mal auf den Discord. Wenn ihr die Folgen nochmal sehen wollt, also die Streams, könnt ihr auch immer gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeigucken. Da lade ich die immer parallel hoch. Also bis dahin, tschüss, winke, winke und goodbye, sagt der Kai. Hm, das war schön.
gute Nacht. War schon relativ spät. Ah, gerade mal kurz nach 10. Zeit zu gehen. Tschüss. Du Reimer.